Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar gibt es eine neue Karte, Ojama Party. Wie Pyjama Party, nur mit Ojama Party. Und ja, natürlich, das Bild zeigt schon sehr vieles hier. Der grüne Ojama liegt auf dem Bett, der gelbe trinkt sein kleines Kaffeechen und der schwarze frisst irgendwelche Schokoladenchips oder keine Ahnung was. Okay, nun, was kann diese Karte? Ich habe selber noch nicht durchgelesen. Auf jeden Fall ist es eine permanente Fallenkarte. Das ist mal okay. Dann, man kann den Effekt des ersten und dritten Effektes nur einmal pro Spielzug aktivieren. Also der erste Effekt ist, während egal welcher Mainphase des Gegners oder deiner, man kann ein Ojama oder ein Ojama-Muskel vom Deck in die Hand holen und dann eine Karte abwerfen. Ja, das ist nicht so schlecht, eine Suchekarte. Ojama werden kriegen sehr viel Unterstützung in letzter Zeit, aber man sieht sie nicht wirklich auf Meta, glaube ich. Aber es ist so als Farmdeck, als überstarkes, kann das schon sehr gut gehen. Dann, achso, da ist da mit den Dingen. In Verbindung, der zweite Effekt. Wenn so ein bewaffneter Drachenmonster, was man kontrolliert, oder ein Hardened Armored, irgendein härterer, keine Ahnung, bewaffneter Drachen, oder finsterer, keine Ahnung, wie das da jetzt ist. Oh, und oder ein Lichtmaschine-Fusionsmonster, was man kontrolliert, zerstört werden würde, durch einen Kampf oder durch Karteneffekt, man kann eine Ojama-Karte oder Ojama-Muskel von Hand, Feld oder Friedhof verbannen stattdessen. Das ist ja mal sehr gut. Eine Schutzkarte für den bewaffneten Drachen oder das Fusionsmonster, was den bewaffneten Drachen braucht, wahrscheinlich. Also Lichtmaschine, Fusionsmonster. Es gibt schon viele, aber ich glaube, das ist so eine Karte, die ansprechen solle auf XYZ, VW und dann noch die ganzen Fusionen davon. Also die Fusionsdinger, die XY, VW, Z, keine Ahnung, was auch immer. Das neue Bossmonster, glaube ich, sollte damit geschützt werden. Eher mehr. Weil die anderen sind jetzt nicht so gut, sag ich mal. Aber ABC, glaube ich, ist es auch ein Lichtmonster? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, damit kann man das auch schützen. Also schon sehr gut eigentlich. Man muss sie aber mit Ojama dann verbinden. Tja. Und der dritte Effekt ist, wenn diese Karte auf den Friedhof gesendet wird, man kann so viele Ojama-Monster, die verbannt sind, als Spezialbeschwörung wie nur möglich. Also das ist mal, also in Kombination mit dem zweiten Effekt ist es natürlich sehr, sehr gut, weil man schickt einfach die ganzen Ojama weg, dann, wenn die Karte zerstört ist, oder auf Friedhof eigentlich gelegt wird, muss sie nicht zerstört werden, dann kann man einfach so viele verbannte Ojama-Monster rufen. Man kann natürlich auch dann mit Dark Claw oder irgend sowas Dark Law, ja, ich habe sie richtig ausgedrückt, in Verbindung bringen, also das Elementarheldenmonster da mit Maskenwechsel. Es ist gar kein Elementar, es ist ein maskierter Held, oder? Ja, deswegen Maskenwechsel, ja, genau. Und weil der da alle Karten verbannt, aber es ist nur vom Gegner, dann lieber doch also wenn der Gegner das Dark Law draußen hat, okay, dann ist es gut für dich, aber sonst. Müsste man dann entweder Verbanner des Lichts oder Makrokosmos oder Dimensionsriss oder sowas dann noch spielen, dass man den dritten Effekt dann beliebig oft einsetzen hätte. Also kann. Also besser dann lieber Dimensionsriss, weil die anderen Verbanner das auch, müssen im Friedhof gelegt werden. Mit Dimensionsriss ist das dann schon eine gute Partie, wenn man da lauter Charmers hat. Ja. Sehr schön eigentlich. Für Charmer-Karten und für Lichtmaschinenmonster, die mit Charmer leider gemischt werden müssen. Es ist eine sehr starke Karte. Ich bin gespannt, ob was für eine nächste Ojama-Karte dann herkommt, weil es ist schon ziemlich sehr viel. Aber na dann, bis zum nächsten Mal.